Und da geht's an der Stelle auch schon sofort weiter bei Dying Light 2. Wir sind hier wieder gespawnt. Jetzt kommen die Anfangslecks erstmal wieder, so wie immer. Ich weiß nicht ganz genau, wo wir jetzt hier sind. Wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, da ist wieder komplett chemieverseuchtes Gebiet überall. Ich möchte auch auf den Dächern eigentlich bleiben, wenn es irgendwie geht. Naja, so ganz wird es nicht gehen. Doch, warte. Wir müssen darüber, aber das schaffe ich nicht, glaube ich. Nee. Jetzt kommt hier schon wieder die Jagd. Ey! Du wahnsinnig! Junge, der Typ ist so dumm manchmal. Zack. Ich find's geil, dass mir eigentlich die Knöpfe auch immer angezeigt werden. Dass du genau weißt, dass du nicht selber dran denken musst, wann du diese Quicktime-Events machst und jetzt scheiße ich drauf, da über diese Dinger drüber zu springen. Das funktioniert ja so eh nicht. Jetzt laufe ich einfach. Aber nicht im Chemiegebiet. Alter! Hier, Bitches. Mann! Nicht von hinten! Ist an und für sich ein guter Platz, um gegen die zu fighten. Oh Gott. Hoho. Oh Gott. Also ohne Ausdauer ist echt scheiße. Junge, Alter, wie viele kommen da? Viel zu viele. Kletter doch mal da hoch, Junge. Hallo. Der klettert da nicht hoch. Und da ist nochmal ein fetter Fettsack, natürlich. Und da jetzt hoch. Ja, ja. Und immer weiter und immer weiter und nicht stoppen. Und Heilung, Heilung, Heilung. Und du Faulampe. Okay. Zu. Ich muss einen anderen Weg finden. Ja, hier kommt ihr nicht hin, ne? Lol, jetzt fangen die an zu brennen. Ha. Keks. Soll ich hier einen anderen Weg reinfinden? Ja, was denn für ein anderer Weg? Soll ich jetzt da oben raufklettern oder was? Ja, okay. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Da oben irgendwie. Jetzt hier. Irgendwie muss ich da oben hochkommen. Guck mal, irgendwie kommt man da oben hoch. Ach so, hier. Aiden, bist du da? Ja, bin gerade ein wenig im Stress. Nur mal kurz zur Info. Es gibt Bewegungen bei den PKs. Sie suchen dich. Pass auf dich auf. Viel Glück. Ui, 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 ui.
Alter Schwede. Hoch da. Maschallah, einfach das Jump'n'Run-Game. Aha, lol. Okay, das ist ja geil. Nur der GRE-Tunnel. Das könnte es sein, wovon Hakon gesprochen hat. Aber keine Spur von Walls. Hm, okay. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man mit der gleichen Taste, mit der man sich duckt, dass man sich da immer runterfallen lassen kann, weil ich immer so Probleme hatte, mich runterfallen zu lassen, wenn ich irgendwo hänge. Jetzt weiß ich, wie das geht. So. Kann ich nicht aufbrechen, die Tür? Nee, scheinbar nicht. Hier ja eine Art Generator. Ja, es läuft hier aber auch gar nichts, so wie es soll. Aha. Ja, okay, gut, das war scheinbar nicht der Generator. Wäre vielleicht auch zu einfach gewesen, wenn er einfach da rumsteht. Dietrich Schwer. Okay. Gut. Unteroffiziershandschuhe, die sind besser als meine, glaube ich. Ja. Achso, mir wäre... Hä? Hä, da wurde mir, wo jetzt gerade wurde mir das angezeigt und danach nicht? Warte mal, da ist erstmal noch was zum Untersuchen. Was zum... Ja, bleib da einfach stehen, Aiden. Was zum Fick bist du? Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh shit. Was? Alter, was? Oh! Hä? Kann man den irgendwie nicht so wirklich verletzen oder was? Ich meine, der ist jetzt schon Ulo. Ach so, von hinten musst du den killen.
Du musst ihn erstmal einmal an dir vorbeilaufen lassen und dann von hinten angreifen, okay. Aber das mit dem Feuer hat auch funktioniert, was sehr nice ist. Und deswegen sind wir hier auch vorher nicht reingekommen. Weil der hier rauskommt. Wodka aus alter Welt. Da ist auch noch richtig viel. Komme ich da jetzt auch von der anderen Seite rein? Also bei der anderen Tür. Jetzt schalte ich das Ding hier erstmal ein. Mann, was hinter Tür Nummer 1 ist. Aiden, nie ein Anruf, nie ein Brief. Ich dachte, das zwischen uns wäre wahre Freundschaft. Waltz hat Lucas tot befohlen. Detektiv Aiden gibt erst Ruhe, wenn der Fall aufgeklärt ist. Das soll ich Ihnen glauben? Warum sollte ich? Weil Waltz hier ist. Halt! Jungs, durchsucht den Tunnel. Warum sollte Waltz Lucas umbringen lassen? Um die PKs zu schwächen, um Unfrieden zu säen, um Chaos zu verbreiten, was weiß ich. Ich hasse Politik, verdammt nochmal. Und Sie haben sich für die falsche Seite entschieden. Was gibt's da noch zu reden? Aether, Sie greifen das Hauptquartier an! Der Bazar! Sie haben die U-Bahn-Station eingenommen! Was zum Henker? Mach schon, nimm dir die Tür! Diese Sau war es. Mist! Still! Ich habe sie gewarnt, Aether. Ach, der Strom ist aus. Wir müssen den Sicherungskasten finden. Was ist hier los? Wer hat ihn abgeschaltet? Na, wer wohl? Machen Sie jetzt einen auf Klugscheißer? Ich meine ja nur, schnappen wir ihn uns. Digga, Aether hat richtig Bock auf Prügeln. Okay, suchen Sie nach dem Sicherungskasten. In der Nähe sollte es einen Abstellraum geben. Hepper, gehen Sie zum anderen Eingang. Ihr beide. Digga, ich will mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist ein Labyrinth. Wenn Waltz sich hier versteckt, muss er eine Spur hinterlassen haben. Oder eine aber man kann beide Teams später gegen Waltz aufbringen und dann helfen die einen, Waltz Platz zu machen. Ich meine, das würde Sinn machen. Vielleicht kann man nachher beide Teams irgendwie so ein bisschen wieder vereinen. Dann sind die nicht so Feinde und dann kann man es vielleicht wieder schaffen, dass sie sich anfreunden. Halte ich zwar für unrealistisch, könnte aber sein. Cool wäre es auf jeden Fall. Oh Gott, wenn da schon wieder so eine Tür ist, dann befürchte ich, dass da jetzt gleich noch so ein Viech kommen wird oder so. Pepper, irgendwas gefunden? Hier sind Kabel. Aber alles unter Wasser. Sieht nicht gut aus, Lieutenant. Die Geräte sind seit 15 Jahren stillgelegt. Suchen Sie weiter. Hoffentlich ist das nicht der Grund für den Kurzschluss. Hä, bin ich hier richtig? Achso, ja, lol. Da habe ich die ganze Zeit gefragt, was ist denn hier los? Oh shit. Okay, da hätte man wahrscheinlich im Wasser landen. Hier war jemand. Hat das Kabel rausgerissen. Ja, Aufputschmittelimmunität immer. Okay, die Spuren enden im Wasser. Das heißt, der hat es nicht so stylisch wie ich gemacht mit den Stangen, sondern ist ins Wasser geschwommen. Hier ist jemand durch. Also ein menschlicher Fußabdruck. Verflucht. Irgendjemand hat diese Tür verschlossen. Ja, ich kann den Spuren nicht folgen, wenn die Tür hier abgeschlossen ist. Was soll ich denn jetzt machen? Ach so. Ah, immer umgucken. Dass ich die aber mit Dietrich nicht einfach öffnen kann. Okay, das funktioniert so nicht. Aber so. Hey, hier drin ist jemand. Wer ist es? Schnappt ihn euch! Lol,
Haben die Peacekeeper einmal ihren Job gut gemacht und haben den gefangen genommen? Gewichte. Zigaretten. Immer schön alles looten, was wir hier finden. Da sind noch Kisten in diesem Raum. Ich hoffe, da kommen wir noch irgendwie rein. Komme ich da? In diesem Raum komme ich nicht rein, ne? Sie werden für Lukas bezahlen. Hat sie Jack Matt immer noch an der Leine? Sparen Sie sich das für den Richter, der Ihnen dann den Kopf abhacken lässt. Meinen Sie wirklich, dass es so kommen wird, Leutnant? Lukas Tod war bloß der Anfang. Sie geben zu, dass Sie ihn töten ließen? Packt ihn! Warum stört Sie sein Tod so? Macht Ihnen Ihr neuer Posten keine Freude? Neuer Status, neue Aufgaben, neue Chancen? Verdiene ich dafür nicht zumindest ein Dankeschön? Labern können Sie, aber jetzt ist Schluss. Handschellen, Hepper. Freut mich, dass du endlich bei uns bist und nun gib mir, was du mir geklaut hast. Gib den Schlüssel zurück, Junge, sonst geht ihr alle drauf. Fuck! Hepper! Worauf wartet ihr noch? LOL! Walt ist dieser ganz andere. Für deine Taten büßen! Schau an, das Jüngelchen markiert den großen Macker. Dabei ist er doch noch ganz klein. Nichts als ein kleiner Junge. Ich habe schon gedacht, wir müssen gegen ihn fighten, aber da ist wohl jetzt noch nicht der rechte Zeitpunkt gekommen. Stattdessen massakriert er uns alle. Der hier ist auch tot. Er hat sie komplett verwurstet. Hey, sieh mal da, da bewegt sich was. Der Boss ist in der Fabrik. Sag Bescheid. Hey. Mit dem stimmt was nicht. Oh, Scheiße. Nein. Zack. LOL, was? Holy shit, wie geil. Diese Kraft kommt in uns irgendwie jetzt wieder zum Vorschein. Was wir immer so zwischendurch mal erlebt haben. Junge, können wir uns zu so einem Super Saiyajin hier transformieren? Geil, oh, Alter. Was zum... Da, mir dreht der Kopf. Was ist mit mir? Oh, ja, was ist hier passiert? Wenn Walt so übernatürlich ist, dann brauchen wir natürlich auch irgendeine übernatürliche Kraft, um gegen ihn zu gewinnen. Der Schlüssel. Walt hat den GRE-Schlüssel. Das war's, Walt. Dich hole ich mir. Walt-Satanz, nicht schlecht. Das finde ich ja sehr, sehr nice mit dieser Form, die man an... Vielleicht können wir das irgendwie lernen zu kontrollieren und können die bewusst einsetzen. Das wäre awesome, Alter. Yo. Okay. Hier runterfallen bedeutet der sichere Tod. Kletter hoch, schneller. Alter, holy shit, wie geil ist das denn, ey? Wo sind wir hier? Das sieht schon awesome aus. Oh, oh. Hä, was? Warum konnte ich mich da nicht hochziehen? Jungs, das war Betrug. Ihr habt alle gesehen, dass ich da durchgeglitscht bin durch diese komische, durch diese Straße da.
dass ich mich nicht hochziehen konnte. Ah, nun gut, wir werden das schon packen. Der Loot würde. Okay, der Loot speichert sich, lol. Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, der Loot würde sich speichern, aber hier hat das offensichtlich getan. Ach so, okay. Einfach nichts machen und runter sliden lassen. Und hier? Du weißt ja nie, ob du hier wirklich einfach rüberspringen kannst oder nicht, aber das scheint hier zu funktionieren. Oh Gott. Okay. Ja, alles gut, alles gut. Ach so. Ich habe mich schon gefragt, warum fahre ich nicht, aber ich muss hier klettern. Oh shit, die Ausdauer. Ey, das reicht nicht, die Ausdauer reicht nicht ganz. Oh fuck. Boah. Das verbraucht ganz schön viel Ausdauer, holy shit. Damn, da müssen wir da runterrutschen, oder was? Das ist schon geil gemacht, das ist schon sehr geil gemacht. Erstmal abrollen auf so Trümmern und Steinen ist bestimmt, fühlt sich bestimmt sehr gut an. Soll nicht in die Chemie reinrutschen? Moin, Servus, hallo. Alter, was? Wie viele? Ja, brennt mal alle. Boom. Ich muss mal, ja, ich muss ein bisschen mehr hier mit den Quicktime-Events spielen und nicht nur raufschlagen. Ey, da konnte ich aber nicht. Scheiß Sperr kann ich nicht richtig machen. Sanitäterkappe Level 3. Ah, das ist auch. Achso. Habe ich schon an. Alter! Scheiß abtrünnigen Drecksäcke. Kann ich noch ein paar mehr Heilungsdinger herstellen? Nee, ich hab den Honig nicht. Fuck it. Ich brauch mehr Honig. Okay, mir wird nicht genau angezeigt, wo ich überhaupt hin soll.
war offenbar nicht richtig. Hä, aber da soll ich doch hin, das ist extra so gelb markiert. Hm. Ich muss da schon rein, ich muss da irgendwie hoch. Bloß wie? Wisst ihr was, das werden wir uns dann im nächsten Part von Dying Light 2 angucken. Also Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.